Dass man sagt, okay, hier wurde so ein Mehrfamilien in der Nähe. Oder ja, schon so gut aus. Hier, hast du Reifen drauf? Hier auf euch, uns auf euch nehmen hier, Alter. Hier oben hängt der Baum drinnen im Dach. Brauchen wir einen Lenkrad mit Scheiße? 1973. Oh, es tut mir aber. Oh, das tut mir echt wirklich sehr leid. Das ist ein VW-Fahrer, etwa wirklich ein Fiat. Kabel und Co. und bla. Aber schön Telefon. Nee, es gibt immer noch Kaffee, Bierchen. Was geht? Moin Leute! So, wir sind heute mal wieder auf Tour, gucken, was wir so Schönes finden. Theoretischerweise, was wir gehört haben, sollte eine alte Fleischerei gewesen sein. Was aber interessant wird, da sind noch alte Autowracks. Die wollen wir uns natürlich mal richtig genau angucken. Bleibt gespannt, bleibt dran und bis gleich. Tschüss! Ciao! Ich natürlich nicht auf Play gedrückt habe, wir sind nämlich gerade reingekommen. Aber wir müssen jetzt mal kurz warten, weil hier nämlich gleich ein Auto kommt. Mal ganz kurz vorbeihuschen. Fleisch und Wurst waren aus Brandenburg, Eberswalder. Also definitiv muss das hier mal der Fleischerverkaufsraum gewesen sein, wa? Da kommt das Auto. Da war das Auto. Das versifft natürlich, ne? Okay, mal, hier muss eine Kühlkammer gewesen sein. Oh. Hier wird dann sein Niemand. Oh, das ist aber eine große Kühlkammer. Alter Vater. Boah. Der Boden, der ist hohl. Das sieht krass aus. Sieht wie aus wie Terra. Ja, guck mal, das war das, hier reinklebt. Ja. Das ist ein spezieller Kleber gewesen für diese Folien. Ja. Oder was der doch immer ist. Ich glaube, das ist irgendwie Folie, ne? Das ist ein bisschen creepy, Alter, überlegt mal. Hier ist einer mit seinem Operationstisch und nimmt irgendwelche Menschen auseinander. Ja. Ah, weißt du, für was das Papier gewesen sein könnte? Ja. Das Papier ist zum Einwickeln von dem Fleisch damals gewesen, ne? Das kann wir haben nämlich eben gerade hier vorne schon den gefunden. Ich will aber nicht allein gehen. Was hast du? Das wird so richtig durch den Dschungel kämpfen. Also allein da lang wird schon eine Katastrophe. Also hier drinnen ist nicht mit weit gekommen. Ja, aber was war denn das mal? Das ist so ein alter Container, würde ich sagen. Das ist ein Bürokomplex-Container, wa? Ja, sowas. Ah. Mann! Wenn man die kämpft mit den Pflanzen? Kapp. Ich hänge. Nee, ist nicht mehr. Danke. Ach, wir kommen nicht weit. Das ist nur ein kleiner Raum. Achso, okay. Na gut. Aber hier überall Matratzen, ne? Ja, okay, schon mal. Na, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal zurück. Jo. Und gucken mal, ob wir mal nach oben kommen. Ansonsten gehen wir nämlich mal nach hinten raus. Aber guck mal hier. Geh mal hier. Ah, auch noch filmen. Na ja, vorne hatten wir nämlich schon so ein Dia-Bild gefunden. Aber da hast du auch nicht mehr erkannt. Ja, aber die Decken sehen echt noch gut aus, ne? Also da sind auf jeden Fall safe. Achso, hier ist übrigens das Dia-Bild. Wenn euch das interessiert. Gucken wir mal. Also von unten sieht die Treppe erstmal ganz gut aus. Ja, Dominik musste erstmal kurz durchhuschen. Ja, die Treppe sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Zwar. Da war eine Scherbe. Ja. Ja, das riecht ganz sehr, sehr merkwürdig hier. Also bis hier sieht alles noch relativ safe aus. Hier war wohl rein eher nur die Lagermöglichkeiten. Also toller ist hier nicht. Naja, wir werden dann mal nach unten gehen. Gucken wir mal, was wir finden. Wir holen euch dann wieder, wenn es soweit ist. Bis gleich. Oh, dann werden wir uns mal durch den Dschungel kämpfen. Ne? Hier, da ist die Straße.
Ich sag mal, durchkommen ist ja immer schon mal ganz gut. Wir hätten uns eine Machete mitnehmen sollen. Ja. Okay, das sieht eher aus wie eine Werkstatt hier, oder? Ja. Das ist, würde ich sagen, mal eine Werkstatthalle. Oh, das fängt an. Es regnet. Was? Ja, das ist hier draußen. Toll. Aber? Jo. Auch nochmal ein Zaun. Wollte ich gerade sagen, da ist ein niegelnagel neuer Zaun. Und die andere Seite benutzt wird. Und sieht sehr sauber und gepflegt aus, ne? Ja, aber. Also, hinten steht ein Bauzaun drin. Wenn du hier durchguckst. Ja, ja. Naja, hinten sieht es jetzt auch nicht so interessant aus. Also, sieht wirklich eher aus. Außer hier vorne rechts, die Halle, könnte vielleicht interessant sein. Ja, können wir mal hinten. Ja, oh, vielleicht auch Vorschlag, ja. Dann gehen wir mal hinten. Also, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Hier ist Straße. Aber guck mal, hier ist wie frisch gefegt, ne? Mhm. Hier ist kaum Dreck, hier ist nur das vor der Decke, das ist Asbestscheiße. Na, guck mal, da drüben. Ja. Oh, da geht die Treppe nach oben. Was? Da. Ah, ja. Tja. Dann würde ich mal sagen, hat sich das ja hier erstmal erledigt, wa? Jo. Dann gehen wir erstmal nach vorne, zu dem anderen Ding. Oder ne, da drüben, guck mal da. Na, ja, gehen wir erstmal da gucken. Wenn es jetzt hier wirklich so voll pisst, dann sind wir wenigstens safe. Jo. Würde ich behaupten. Ne? Wir sehen uns dann gleich. Bis gleich. Tschüss. Wildlife mit Dominik. Das ist einfach nur für die Spinnenleben. Ja, schlechte Erfahrung. Sehr klein, ja. Aber es sieht auf jeden Fall relativ groß aus, ne? Aber auf jeden Fall schon relativ leer. Aber ich tippe mal, hier wird sehr viel Graffiti sein. Und sehr viel schlechte Graffiti. Schade. Spiegel, die krasse Spiegel. Ah, Anto. Meine Schade rum, hat den Feuer zu gehen. Sie haben die Wahl zwischen oben oder unten. Okay. Die Decke haben Sapia mit Holz. Ja. Ich würde sagen, wir gucken erstmal kurz hier unten eben, aber hier unten, ich tippe, wenn denn nur interessant ist, hier unten an Müll. Oh, schau. Warte. Zum Beispiel. Und hier werden nämlich die ganzen Leute. Ach, guck mal, warte mal. Hier kommen wir doch zu dem anderen Ding. Warte. Ja, guck mal, die Fenster, die sind doch schon relativ neu eingebaut. Wie überall Holzfenster außer da hinten sind. Da liegt aber auch Sager Kies schon. Also ja, so da ist er nicht mehr, aber. Ja, ja, aber der ist noch nicht so alt, dass man sagt, okay, hier wurde schon lange nicht mehr gemacht. Aber da vorne, die Gebäude würde mich ja nochmal interessieren, könnte man vielleicht doch nochmal gucken. Dann kommen wir hier schon mal relativ entspannt raus. Ja, dann tun wir hier waren schon. Da gibt man nochmal eine schöne Dusche hier oben. Ja, sag ich, hier oben, wir sind noch für die alles immer nur schlecht. Okay. Alles beschmiert. Da hinten ist noch ein Gebäude. Die wird ja nicht. Da hinten ist ja noch ein Gebäude. So, da war der Eingang. Ja, also sieht aus wie Spiegel, ne? Ja. Das wäre halt so ein Mehrfamilien- oder Mehr- oder Büro-Komplexe. Ja. Hier ist eine ganz komische, ekelhafte Luft. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist mir die Treppe hier angenehmer. So, Spinnenweben. Boah, hier ist aber eine große Lagerfläche, wa? Ja, aber hoch für ein weißer Matratzen. Oh, der Sessel. Das ist cool. Tja. Das war halt bei dem Häuschen hier.
Ich würde mal sagen, wir gehen mal dann zu den nächsten. Wir sind ja ein paar. Wir wollen ja das Video nicht überdimensional in der Länge ziehen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Gerade hier war. Scheiße. Ja, wir haben aber wirklich weit. Ich kann mich das ausdrücken. Cool, alte Probe. Ja, da sind doch die alten ausgebauten Fenster, wa? Irgendein alter Filter oder so was. Ja, da wird nur über den Zaun. Scheiße. Naja. Dann gucken wir mal weiter, was finden. Dann holen wir uns wieder was. Oh, Alter. Oh, pass auf, hier Dorn. Dornis. Oh nein. Schon wieder, Alter, da hab ich gar keinen Bock drauf. Spinne wie im. Da kämpft der Dominik. Ha? Da kämpft der Dominik. Da sind hier schon mal irgendwelche Scheißhausgruben. Oh nee, das sind sie noch voll. Das ist noch die Videos. Okay, hier kommen wir. Ach, hier hinten ist dieser Anhänger. Ich zeige euch den mal. Dass ihr mal den seht. Da in der Buschemin. Und dahinter ist nämlich noch ein Haus. Da waren wir aber drin gewesen in dem Haus, ne? Nee, den nicht. Nee? Nee, würde ich nicht sagen. Okay, dann versuchen wir mal zu gucken, ob da was ist. Oh, Alter, überall Dornis. Okay. Dann gehen wir zu den Hänger. Alter Vater, Junge. Ah, ich hänge. Ah, Scheiße. Ich hänge. Tö. Da kommt gleich immer Arbeitslosen. Au, au, au. Oh. Und Arbeitsschuhe. Da, er hängt. Ah, Scheiße. Fuck. Alter, dieses Drecksding. Kribbelt überall, Junge. Auf jeden Fall könnte man den einfach nur ankuppeln und dann könnte man den wegfahren, wa? Alter, die haben die aber so dicht ans Haus rangestellt. Ja, aber ich glaube, das ist nicht so mit einfach mal wegfahren. Ja, in der Haus kommst du nicht, aber guck dir mal unten die, ja, den Anschluss an. Ja, hier hast du noch Reifen drauf. Mit Luft befüllt. Mit Luft befüllt, ja. Ich hasse das. Okay. Aber ich glaube, hier kommen wir nicht weit. Nee, hier kommen wir auch nicht weit. Weil wir müssen. Ja, über den Zaun kommen wir nicht rüber, der ist ganz schön hoch und sehr instabil. Aber da ist so eine Art Gewächshaus sogar irgendwas. Oder wir gehen durch unter den Hänger durch. Auf der anderen Seite weiter. Das wäre wahrscheinlich eher noch eine Option. Ach, da hinten oder weit? Genau. Da müssen wir eigentlich immer schräg durch hier hin. Achso. Weil wir müssen da lang, wenn dann raus, weil da kommst du nicht. Ja. Naja, denn. Entgegen. Freiwillige vor. Ah. Ich geh okay, schon halt, gut. Nee, lass mich da. Zu spät. Entgegen. Hat er schon mal einen LKW von unten gesehen? Hätte ich eine Kupplung.
gemacht, die Kuppel. Ah, da vorne oder was? Ah? Da vorne? Nee, hier. Keine Ahnung. Der ist unten, hinten auch beachst, also beweglich würde ich schätzen. Aber irgendwie sieht der starr aus. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht können wir das ja einen Zuschauer mal beantworten. Vielleicht wird bestimmt die eine oder andere LKW-Fahrer mal gucken. Au, 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 Dorn, Scheiße. Ah, ah, die, oh, fuck off, Alter. Was für ein Tod. Alter, aber voll in die Hand gebissen. Scheiß Dorn, ey. Ich glaube, wir müssen danach auch wieder zurück. Hier ist ein Eingang hier rechts. Ja, was ergibt das für einen Sinn, den Hänger so weit ganz zu stellen? Oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du mal einen Stock. Nimm mal wieder den Stock. Hier unten. Irgendwie ist mir scheißegal. Ich hoffe, leg nicht in die Spinne, wie wir knatschen. Danke. Zack. So, meine Kleine, kannst du neu bauen. Ja. Guck da mal an, wie der hier drin hängt. Da an der Seite ist der offen, der fehlt jetzt. Ja, ja, ja. So, hat da mal Licht. Guck da mal an, wie der den hier angepackt hat. Alter! Das ist schon krass. Richtig krass. Oh, ach du Scheiße, ob das so eine gute Idee war mit dem Boden? Ach du Kacke. Ja, dann latschen wir wieder einfach rüber. Aber sieht fest aus, wa? Ja. So sieht das da besser aus. Warte nur. Kommst du nicht weit. Na, kannst du, stell dich mal irgendwie in den Türrahmen drin. Oder kann ich in den Türrahmen nicht reinstellen? Der Türrahmen bewegt sich denn. Oh. Ja. Oh. Also ich habe das Gefühl, dass er sich bewegt. Ich reiche mich mal weiter. Ja, also so sieht sie halt aus und da kommt man halt auch nicht mehr raus, weil da ist nämlich ein Gitter vor und so sieht dann so Dach aus. Also, ja. Wir drehen dann wieder um. Ach nee, nee, ich will nicht zurück. Und müssen wieder durch den schönen Hänger durch. Ah, oh, ja, kein Bock drauf, wa? Naja, was willst du machen? Nochmal zurück. Naja, wir gucken mal, ob wir noch was weiteres finden, wenn wir euch wieder, wa? Bis dann, denn. Bis gleich. Bis gleich. Ganz tolle Idee. Komm mal hier lang. Meinst du nicht? Spinnen, wa? Nee, deswegen, naja, doch. Überall. So, die scheiß Dorn. Hier ist alles voller Dorne, Alter. Ja klar, die Seiten sehen so krass aus. So, dass ihr das mal kurz seht, was wir auf euch, uns auf euch nehmen hier, Alter. Hier oben hängt der Baum drinnen im Dach. Da hinten auch, hier hängt eine Regenrinne, wo es noch feste. Und hier siehst du mal, mal komplett weggebrochen und steht in der Luft. Also ist kein Hexenwerk hier, ne? Also Uri Geller 2.0, würde ich sagen. So, Dominik, ist das jetzt schon mal fertig mit Freiräumen? Welcher Pisser hat die Mauer zugemacht? Was sagt er, da ist eine Mauer drin gewesen. Was wird ja einfach die Mauer zugemacht worden? Nehmen wir einfach Socken und. Oh, nochmal bitte. Ich könnt mich gar nicht sehen. Jetzt könnt ihr mich sehen. Huhu. Oh, Scheiße. Ich bin so scheiß ungelenkig. Aber ohne Witz, hier liegen so Handschuhe, Socken, übelst viele Tabletten. Auch medizinische Sachen. Okay, ich warte ja hier mal im Arzthaus oder so. Könnte ja gut sein, ne? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht's hier weiter. Boah, guck mal, der alte Ofen. Cooler alter Ofen. Aber hier geht's weiter mit Klamotten. Ich sehe schon das erste Auto. Boah, guck mal hier, ey. Alles voller Reifen und. Ja, mal ein Taschenlampe verkackt immer mehr.
Stell ich gerade fest. Oh, guck mal, brauchst du ein Lenkrad? Brauche ich mal ein Lenkrad mit Schalthebel für Licht und Blinker. Und meine Taschenlampe leuchtet schon. Dann wechsel mal den Akku. Ich gebe euch mal weiter. Schon Hardware hier. So doof kann man hier safe. Das ist echt kein Problem. Aber schön in Arbeitsschutzschuhe. Tatsache. Arbeitsschutzschuhe, geschätzt Schuhgröße 28. Das sieht aus wie ein Polo. Ein Polo. Oder ach, wie so ein Fox. So. Würde ich jetzt mal behaupten. Und davor steht ein 2er Gold. Warte mal. Ich habe ja jetzt gerade was Interessanteres gesehen. So, das sieht man vorher so. Guck mal hier. Atomkerne aus Antiteilchen. Tja, wie war das gewesen mit Nuklearkraft und bla? Gucken, ob wir ein Datum finden. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ich weiß, ich habe keine Handschuhe an, aber das ist mir jetzt gerade egal. Da labern, was ihr wollt. 1973, 10. Juni 1973. Alter. Ach du Kacke. Ey, die sehen ja noch gut aus. Wollen wir umgehen an ein altes Kassettenradio? Für das Auto? Von Grundig so, ja. Alter, das ist ja nicht mal so schlecht. Noch ein Kassettenradio. Das ist krass. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, das würde ich sagen, war ein VW Fox oder Polo. Wenn ich könnte doch mal als Berichtung drin schreiben und dahinter steht auf jeden Fall ein Golf 2, weil das halt klar kann. In Rot. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare. Ich weiß, ich bin nicht enttäuscht, tut es mir leid, aber das ist entweder ein Polo oder ein Fox. Würde ich definitiv haben. Ja. Wisst ihr, was das Coole bei dem Ding ist? Dann kannst du hier hinten abstellen, kannst du Pickups aufbauen. Da kommt der Tuner wieder. Feuerlöscher hinten. Auf jeden Fall geht es dahin nochmal die Treppe hoch. Aber ich würde mir jetzt ganz gerne mal das Auto angucken wollen. Ist aber nicht, wirklich nicht mehr viel da. Ja. Ich würde mir gerne zwei Golfen gucken, weil der hat noch einen Motor drin. Oh, Tatsache. Der Polo oder Fox oder was auch immer das sein soll, der hat keinen mehr drin. Der hat immer mehr ein Lenkrad drin, da ist gar nicht mehr. Aber guck mal, wie spartanisch die Cockpitte vorne waren. War auch richtig geil. Wie gesagt, falls ich mich täusche, tut mir leid. Ah, hier ist er. Ah, aua, ah, scheiß Dorn, ah. Fuck. Aua, ah, 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 boah, Tatsache, Alter. Doch, der hat eine Getriebe drin. Hat der da eine Getriebe drin? Oh, es tut mir aber, oh, das tut mir echt wirklich sehr leid. Das ist wirklich ein Fiat gewesen. Ein Fiat-Auto steht hier, SPA. Es tut mir wirklich sehr leid an die VW-Fahrer. Es war wirklich ein Fiat. Da muss ich mich wirklich mehrmals entschuldigen, dass ich mich so enttäuscht habe. Ja, wir sind hier grenznah. Also die Polen hier Punto, locker kaputt. Das ist definitiv ein VW. Weil da ist das VW-Logo. VW-Audi-Logo. VW-Audi-Logo. Germany. Und das müsste der... Oh, das ist ein Vergasermotor sogar noch. Ich hab davon keine Ahnung. Also müsste es der 1... Wir sind hier mitten an der Straße. Also müsste es der 1-2er sein. Kiki. Okay. Hier sind wir mal von der Luftbrücke. Lenkrad auch schon rausgeklaut. Das ist schon ein krasses Ding hier. Was drin steckt. Hier hinten haben sie die komplette Achse schon rausgeklaut. Naja, warum nicht. Ah, scheiße, Kinger. Oh, Dorn im Ohr. Ist so ein Teil vom Scheibenwerfer. Jetzt liegt nur ein Teil vom, also in dem vom Scheinwerfer. Alter, komplett Bremse, alles ist noch da. Naja, vorne ist noch komplett, hinten ist aber die komplette Achse rausgekommen. Ist eigentlich traurig. Ja. Schade, um ein schönes Auto, ja.
Ja, okay. Also vielleicht um den jetzt nicht so, aber um den da. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt nicht ganz so. Naja, wer mag, dann ist okay. Aber der Fahrrad ist halt. So, ich werde mich mal versuchen zurückzukämpfen. Wir sehen uns gleich, würde ich sagen. So Leute, wir müssen euch dann doch nochmal zurückholen. Wir haben hier gerade eine ganz sehr interessante Entdeckung gemacht. Ich mache euch mal hier kurz mal ein bisschen Licht, gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. So. Oh, ne, wir machen das mal so. So. Guckt. Blitz, Phone, bla, sonst was, ne? Hier. Wenn man das hier mal ein bisschen beiseite. Mal hier. Und die Ladestation. Ist der Karton. Mit Kabel und Co. und bla. Und schön Telefon. Und wir haben ausprobiert, weil das lag nämlich in Einzelteilen. Das waren noch Telefone früher. Ach, guck mal, liegt da die Ladestation. Ja. Yeah. Und einfach das Innenleben wieder reingedrückt und zusammengedrückt und fertig. Eigentlich Batterien drin anschließen, kannst du nochmal telefonieren. Bestimmt keine Batterien mehr drin. Ja, sag ich ja. Ach, siehst du, hier ist das Stromkabel, das liegt ja in der Box noch. Krass. Ist schon faszinierend, was wirklich Leute manchmal so zurücklassen. Hier, zack, steckst drin. Dein Telefon. Modus. Das war damals ist der selber. Das ist das neue iPhone 14S. Ja. Das sind jetzt hier noch relativ viele Lautsprecher, die hier immer rum. Also hier muss eine Werkstatt noch gewesen sein. Da ist dann noch hoffenweise Ölfässer oder irgendwas. Und irgendwelche Flüssigkeiten, alles so offen. Ich gehe aber auch nicht zu dicht dran, ich habe keinen Bock, das einzuatmen. Guck mal, da liegt sogar noch ein Weihnachtsbaum. Ein alter, so ein ja, künstlicher. Stoßstange, Reifen, haufenweise Reifen, habt ihr ja selber schon gesehen. Also hier muss wohl jeder seinen Lager so weit ausgeräumt haben und gesagt haben, ich hab keinen Bock mehr. Ich bin nie aufgeräumt. Ich weiß, ob der Team auch verkauft ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde gar nicht wissen. Aber ich will mal wissen, was da oben ist. Ich versuche mal rüber zu kommen. Vielleicht der Rasen, ja. Wir holen euch gleich wieder. So, wir sind mal rüber geklettert. Da ist ein Haufen. Oh, alte Scheiße. Eine riesengroße Lagerfläche. Boah. Machen wir Tischi. Für jeden Tüner ein Traum, Alter. Ja, hier oben kannst du definitiv eine schöne Einliegerwohnung basteln. Ja. Und unten hast du deine Halle. Mit Tresen. Ich kann ja mal Schnitzel mit Pommes, bitte. Gibt es schon wieder nicht? Nein. Nee, es gibt immer nur Kaffee, Bierchen und Zitronenkuchen. Aber Kabel so an sich hängen ja auch nicht mehr so viele drinnen, ne, überall. Und alle soweit schon entsorgt. Ja, wenn ihr nicht Balle umgehen, was macht, dann wird das Ding irgendwann zusammenkrachen, dann ist hier nichts mehr. So, da drüben sind wir reingekommen. Da werden wir dann auch gleich wieder rausmachen. Ja, ich würde sagen, dann verabscheuen wir uns mal hier in dem Sinne. Und wir sehen uns ja beim nächsten Video, wa? Ja, genau. Denn wir versuchen jetzt hier noch irgendwie heile da rauszukommen und dann. Ja, wenn was passieren sollte, dann sagen wir euch nochmal Bescheid. Ansonsten wartet jetzt hier, ist doch relativ lang geworden, das Video. Jo. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und in 14 Tagen Daumen hoch lassen, Abo und die Glocke aktivieren. Wie gesagt, wir können nicht garantieren, dass wir alle 14 Tage jetzt immer ein Video hochladen, aber wir versuchen am Ball zu bleiben, ne? Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.